Leute, Deutschlands weltbester Let's Player ist wieder am Start für euch. Natürlich heute mit Monster Boy. Werde ich es vielleicht heute durchspielen? Das Spiel soll wahrscheinlich noch so 10 Stunden dauern. Ich schaffe es in 2. Let's go! Die große Kunst des Angebens ist es immer, eine richtig große Fresse zu haben und dann nicht zu delivern. Und deshalb gehen wir direkt ins Spiel. Und da schauen wir mal hier auf den Ladebildschirm. Da sehen wir nämlich 58%, sagt er mir. Das bedeutet aber natürlich 58% alle Items wahrscheinlich eingesammelt und so. Also wenn man auf 100% kommen will, muss man wirklich jedes Upgrade und so weiter gefunden haben. Ich schätze mal. Entschuldigung. Ich schätze mal, dass ich rein vom Level her schon wesentlich weiter bin. Man sieht nämlich, mir fehlt auch nur noch eine Form, diese schwarze Punkt da. Und dementsprechend kann es spannend werden heute. Es kann spannend werden. Vielleicht, wie weit kommt er heute? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns mal, warum springe ich da hoch? Wir schauen uns noch mal ganz kurz die Map an. Und dann sehen wir, also wir haben schon hier links natürlich schon sehr viel abgegrast, aber ich sag mal, hier ist auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial, ne? Da sehen wir auch schon zwei Fragezeichen, die ich schon freigeschalten habe. Hier unten kann theoretisch auch noch einiges passieren. Also ich schätze mal, es könnte sein, dass wir jetzt da hinkommen. Hier sind wir jetzt gerade, da in der Mitte zu sehen. Könnte sein, dass es jetzt sozusagen nach unten geht. Es ist noch ein bisschen, schätze ich. Es ist noch ein bisschen. Nach dem Bossfight, den ich souverän letztes Mal gemeistert habe, sind wir dann also hier hingekommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Nur für Wachen mit einer Genehmigung. Wer diesen Punkt überschreitet, kommt sofort ins Gefängnis. Aha, ja, dann gehe ich da eben nicht lang. So sieht es nämlich aus. Hier war ich, glaube ich, das letzte Mal bin ich schon reingegangen, aber ich habe schon wieder vergessen. Ach ja, hier war zu. Mach heute Speedrun. Speedrun-Dale. Ich bin ein Wurm, mir kann keiner was. What the hell? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, gut zu wissen. Sobald die einen sehen, ist man mehr oder weniger am Arsch. Also nicht am Arsch, aber halt weit weg wieder. Okay. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Okay. Also. Man darf also nicht auf sie schießen. Man muss also stealthen. Stealthen. Sneaky McSneakenstein. Stealthen. Was passiert, wenn die Ratte mich sieht? Wahrscheinlich nichts, oder? Die dümmste Waffe für diese Situation ist mit Sicherheit die Homing Missile. Was denn jetzt? Das ist natürlich mit Abstand die allerdümmste Entscheidung gewesen, diese Waffe zu nehmen. Warum nicht mal den Speer? Der konnte doch noch mehr. So Leute, jetzt startet das Spiel richtig. Diese Lanze, die hat so richtig Wonderboy-Feeling. Okay.
Was ist das? Da stinkt's. Da muss ich riechen. Er bewegt sich nicht. Nein. Super. Deutschlands Super Let's Player ist wirklich wieder mal einfach super stark von mir. Wie ich dieses Rätsel löse. Schmiede, ja. Ich muss sagen, da ich gerade ja zu Hause privat Sekiro zocke, ist es, ihr wisst gar nicht, was für eine Kraft ich aufbringen muss, diesen Typen nicht zu versuchen, jetzt von hinten zu backstabben. Mit einem Deathblow. In diesem Sinne rechnet mir das bitte sehr hoch an. Okay, da oben ist ein Wurmloch. Da kommt man nicht durch. Verstehe. Okay. Wo komme ich denn da hoch? Ich kann fliegen, aber ich komme ja nicht an dieser Zitrone da oben vorbei. Weltbester Let's Player. Ja, schade. Der Chat ist mal wieder so schlau. Schade, dass es keinen Weg unten rum gibt. Wie soll ich denn da unten reinkommen? Ah, heute ist schon wieder so einer dieser Tage, wo ich euch nicht leiden kann, Leute. Ich hab's doch mit dem Schwein gemacht. Und da hat es nicht geklappt und dann. Oh oh. Shit! So habe ich ja schon. Geht ja Gott sei Dank relativ schnell, dann sind wir da wieder da. Gar kein Problem. Der weltbeste Let's Play lässt sich von so einer kleinen Lappalie natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Eventuell ist der weltbeste Let's Play da ein bisschen schnell rausgesprungen aus dem Loch. Sollte vielleicht erstmal die Situation hier checken. Aha, da ist das Sprungding, was ich einsammeln muss. Ja, das macht der weltbeste Let's Player ganz einfach, indem er hier den
Löwen nimmt, schön leise. Dann nimmt er, hier ist nochmal. Nee, wer war das? Der Frosch. So. Das war knapp. Was genau will ich denn eigentlich mit der Kiste machen? Am besten den blockieren. Na komm. Lol. Aber das geht nicht. Ich brauche eigentlich eine Plattform da. So nämlich. Das hatte ich schon vergessen, dass die, dass man die, dass die Schnecke, die Schnecke, die. Ihr wisst schon, was ich meine. Komm, lass mich durch. Deutschlands allerbester Let's Player. Eine neue Zelle. Oh, ein neuer Zellengenosse. Mit wem habe ich da wohl zu tun? Huhn! Hallo, ich bin Jin. Uhu, und wer sind Sie? Schön, dich kennenzulernen, Jin. Ich bin Meister Eulius. Endlich habe ich Sie gefunden. Ihr Lehrling hat mir gesagt, warum man Sie eingesperrt hat, und ich bin hier, um Sie zu retten. Ich kann mir gar nicht ausdenken, wie besorgt Julio sein muss. Und wie es aussieht, sitzt du jetzt in derselben Klemme wie ich. Keine Bange, mir fällt schon was ein. Hoffentlich. Und bis dahin freue ich mich über deine Gesellschaft. So. Hier ist auf jeden Fall ordentlich Gestank. Apfel, Käse, Wurst, Unendlichkeit. Was für ein Rätsel ist denn das? Apfel, Käse, Wurst, Unendlichkeit. Apfel, Käse, Wurst, Unendlichkeit. Apfel, Käse, Wurst. Ha! Hab ich mich erschreckt.
Ich habe mich überhaupt nicht erschreckt. Ich spiele ja hier nur Monster Boy. Ich bin unerschreckbar. Was ich denn jetzt? Um. Um. Was denn? Wieso dreht er sich denn einfach so um? Mann! Welcher Wachmann dreht sich denn einfach um, um die Lage zu checken? Völlig unrealistisch. Was? Was passiert? Aber ich wollte das nicht. Oha. So, ihr Schlaumeier. Jetzt will ich mal eine gute Idee hören. Nicht, dass der weltbeste Let's Player Deutschlands überhaupt Schwierigkeiten hat. Aber da hinten ist ein Wurmloch. Ganz rechts sehen wir das Wurmloch. Das heißt, wir kommen von der anderen Seite rein. Da brauche ich mich überhaupt nicht hier mit weiter beschäftigen. Stark. Larry, bist du das? Wo warst du so lange? Du bist dran mit dem Bewachen der Tür. Ich verhalte mich lieber unauffällig. Verdammt, ich dachte, da kommt jemand. Larry soll mich nicht immer lange warten lassen. Hey, ich bin's, Larry. Würdest du die Tür für mich öffnen? Ach, du bist das. Gut. Fragen wir immer die Parole ab. Welches runde Gemüse isst die königliche Garde am häufigsten? Tomaten. Wie viele Löcher sind im Käse? Alter, Leute. Ja, gut geraten. Was kann man aus den bekannten Parolen backen? Was kann man? Aus den bekannten Parolen backen? Käse? Richtig. Sensationell dieses Rätsel gelöst. Aber Lasagne in Käse ist... Naja, in Lasagne ist doch auch Käse drin. Oh, nee! Das soll eine Pizza sein. Hier, das Grüne. Das ist nicht das Unendlichkeitszeichen. Das ist eine Pizza. Ein Pizzateig. Mit sehr viel Fantasie. Sind wir ja gekommen. Da war die Schatzkammer. Okay. Ist ja relativ linear. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier mache. Also.
Der Typ geht nur. Ich muss direkt nach rechts quasi laufen, glaube ich. Mal gucken, ob es klappt. Ja. LOL. Ja, Assis, ey. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Nein, schlecht, 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 schlecht. Was für kleine... Hey, ich muss doch da rein jetzt. Ah. Ein Schlüssel. Gefängnisschlüssel. Okay. Aber... Wie komme ich denn da jetzt hin? Du hast Zeichnung an einer Zellwand gefunden. Jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, dass Aldo meinte, er wolle die Königin einer Granate empfangen. Ich hab den Zellenschlüssel schon, Mann. Ja, okay. Geht's jetzt hier aber auch nicht weiter. Aber da unten war doch sonst nichts. Hier links, doch. Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Gar nicht so schlecht. Ja. Deutschlands allerweltbester Spieler der Welt ist nicht auszutricksen. Sehen, wie knapp das war. Halleluja. Halleluja. Aber da unten ist ein Secret. I want the chest. And I want it now. Wie kriege ich die denn? Wie kriege ich den denn da? Fliegen. Ich kann noch fliegen. So. Ganz einfach. Man muss hier wirklich all sein Wissen einsetzen. Das Glotz-Eulor. Du bist mit dem Schlüssel zurückgekehrt. Ich hatte schon geglaubt, ich wäre dir völlig egal und müsste für immer hier bleiben. Natürlich nicht. Unglaublich ungerecht, dass Mystikatz sie hier eingesperrt hat. Er führt bestimmt nichts Gutes im Schilde. Das war mir in dem Moment klar, als er begann, seltsame Fragen über die Kugeln zu stellen. Die weit über das Rückverwandeln von Leuten hinausgingen. Wie dem auch sei, am besten begeben wir uns in meinen Turm und führen unser Gespräch dort ungestört weiter. Gute Idee, diese Dialoge. Jetzt werden wir nie erfahren, was rechts in der Tür ist. Nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass Mystikatz die Kugel für ein mächtiges Ritual nutzen will, das unsere Welt in den Abgrund stürzen könnte. Wie bitte? Ich dachte, mit den Kugeln würde man alle wieder zurückverwandeln können. Ja, das könnten sie.
Aber ich glaube nicht, dass die Mystikat sie deswegen haben will. Man kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich wette, er ist der Grund, warum Onkel Nabu diese seltsamen Kräfte erhalten hat. Und außer Kontrolle gerade ist, wo sie finden, bevor... Jin, ich fürchte, Nabu wurde bereits gefangen genommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Den König kann alles dem tieferlegen Fliese erhalten. Sein Stab wohl? Wirklich? Ich muss dort hinein und ihn retten. Ich kann dir helfen, in die Burg zu gelangen. Aber zuerst brauche ich einen wichtigen Gegenstand, der von einem durchtriebenen Schatzsammler namens Malino gestohlen wurde. Dieser üble Schurke hat meinen Drachentalisman gestohlen. Ich muss unbedingt wissen, wo er sich versteckt. Er lebt an einem Ort, den nur wenige zu betreten wagen. Auf dem Todwaldfriedhof. Hiermit kannst du die Wasserfälle passieren, die dorthin führen. Mit einem Schlüssel, der direkt in die Wasserfälle passt. Meister Olius sagte, dass dieser Schlüssel an einem großen Wasserfall benutzt werden kann. Ich weiß, wo das ist, Leute. Ich weiß, wo das ist. Sobald du eine Gegend mit vielen dornigen Pflanzen erreichst, ist das Ziel ganz in der Nähe. Bla, blu, bla, blu. Angeblich soll Malino sich in einer Spukvilla verbergen. Bist du sicher, dass du keine Angst hast? Ich bin doch kein feiges Huhn. Egal. Okay. Oh, ist das wunderschön. Ich habe ein neues Wallpaper, Leute. Upgrades checken. Da unten müssen wir hin. Wo war das denn? Nee. Hier will ich doch gar nicht hin. Ich will mal gucken, was wir hier upgraden können. Ich habe ja auch ein bisschen Kohle. So, Leute. Ich habe nämlich zwei Upgrade-Dinger von jedem. Maximale Stufe. Braucht das alles gar nicht. Ich brauche gar keine Upgrades. Ich brauche geilen neuen Scheiß, aber... Das ist nicht schlecht. Jeder geblockte Angriff gibt ein halbes Herz dazu. Echt ganz geil, oder? Mach ich einfach so, zack, wir haben es doch. Und dann können wir das hier. Oh, jetzt in den Shop. Ach, das war das. Jetzt sind wir das Golden Galaxy. Plattenrüstung habe ich natürlich auch. Mehr Geld. Das Armband gibt mehr Geld. Auch interessant. Ich schätze, durch dieses Magnet-Upgrade würden die Sachen zu einem fliegen. Die Frage ist, würden auch die Geldbeutel zu mir fliegen? Die sind ja... Ja, müsste... Kommt aufs Magnet an, würde ich sagen. Und hier haben wir... Eisschild, ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht.
Ich lasse erstmal so. Was haben wir denn eigentlich? Okay, 3 von 5 Splittern. Hier haben wir die Eisrüstung. Onyx. Ich habe alle Schuhe schon gefunden. Stiefel des Magiers. Gleiten. Was habe ich denn gerade an? Die hier. Doppelsprung auf Lava gehen. Kein Einsinken. Egal. So, Leute. Wir machen erstmal weiter jetzt hier. Das ist mir jetzt alles hier zu viel. Quatsch. Wir müssen als nächstes hier hin. Wie kommt man denn da nochmal jetzt am besten hin? Lass mich kurz überlegen. Was war bei diesem Wasserfall hier? So, die Eishöhle. Immer nach rechts. So. Ja, wieso? Jetzt hat er mich schon wieder geschneckt. Jetzt hat er mich eingefroren. Sag mal, was ist denn hier los? Immer noch geschneckt. Och. Egal. So. Stark, ein Riesenbrunnen. Und dann nach oben müssen wir nämlich. So, bin ich überhaupt noch... Ach Mann, bin ich hier noch richtig? Oben rechts. Ja, ist ja gut, ich mach's mit dem Frosch, ist ja gut. Ich mach's mit dem Frosch, ist auch schon wieder so. Aua! Deutschlands weltbester Let's Player ist hier nicht zu Schaden gekommen. Denn das würde einen Fehler in der Spielweise implizieren! Nein! Wutzi! Wutzi! Alter! Du kleines Kackeis! Jetzt aber. Ja,
So. Jetzt rechts. Da oben übrigens sehen wir ganz deutlich einen Gestank. Nein! Wieso falle ich denn da runter? Kein Problem mehr, ich kann ja fliegen. Aber ich kann den Gestank nicht aufdröseln. Weil... Was ist das für ein Gestank da oben? Was machen wir da? Seht ihr das? Wie könnten wir das lösen, dieses Problem? Löwe, ja. Okay. Das hat geklappt. Das ist alles für dieses ultraschwere Rätsel. Gib mir mehr. Okay. So, jetzt sind wir hier. So, hier. Dann muss ich ganz runter und nach rechts. Da ich die Items hier schon gesammelt habe, kann ich hier einfach hier runterfallen, oder was? Hab ich ja schon alles eingesammelt. Ganz bequem hier runtergleiten. Chili, Vanilli. Guck mal, das gibt's ja auch noch. Hab's vergessen. Und dann sind wir hier. Und hier ist nämlich auch schon der Wasserfall, Leute. Ah, warte, ganz kurz. Ups, was? So. Ja. Wie benutzt man jetzt hier den Schlüssel, ist die Frage. Soll ich mal in den Wasserfall reinspringen? Hab ich noch nicht gemacht. Mach das mal. Okay, das geht nicht. Aber was denn jetzt? So, weiter runter oder nach rechts? Aha. Da werde ich sozusagen einfach nur wieder links rausgequetscht, schätze ich mal. Aber sehr smart von mir, die Eisstiefel zu tragen, weshalb das nicht passieren kann. Man kann so viel lernen von Deutschlands weltbesten Let's Players, einfach... richtig krass Influencing. Ich influence andere Let's Player, ihren Skill zu upgraden. Dumm. Ich wollte wissen, ob da oben noch was ist. Was steht auf dem Schild? Totwaldfriedhof. Da ist er doch, der Totwaldfriedhof. Totwaldfriedhof, ja. Da geht er rein, der Schlüssel.
Och. Nee, nee, nee. Leck mich! Ist viel schlauer jetzt. Die sind doch alle zeitgleich an, das kann mir doch keiner erzählen. So. Mega schlau von mir. Einfach hinter die Kugel zu gehen. Was sind das hier für Steine? Die sind verdächtig. Seht ihr diese Steine hier? Die habe ich doch auch schon mal irgendwo gesehen. Was war da nochmal? War da was mit den Steinen? Waren das Bomben? Yes! Ey, Leute. Ganz ehrlich. Sag mal ganz ehrlich, what a time to be alive, oder? Dieses Let's Play mit mir anzugucken. Holy shit. Ihr gehört wirklich zu einer kleinen Gruppe von Leuten, zu einer wirklich sehr, sehr kleinen Gruppe von Leuten, die sagen können, ey, ich habe das damals so ein bisschen wie Michael Jordan damals zu seiner Prime live gesehen zu haben. Ihr könnt jetzt wirklich sagen, ey, wow, ey, ich habe dieses Let's Play live gesehen bei auf Rocket Beans TV. Live. Wirklich, das ist, müsst ihr einfach abspeichern und überlegen, wo ihr an diesem Zeitpunkt, also wo wart ihr, als ihr das Let's Play geguckt habt? Das ist die große Frage, die ihr euch stellen müsst. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe das Rätsel. Rechts sieht aber auch verdächtig aus. Okay, ich habe den völlig falschen Rhythmus. Boah, ein Glück muss man diese dumme Fackel nicht noch. Meine Fresse. Falscher Typ. Was? Nicht einfach mit Bomben machen? Nein. Ja, auch ein bisschen zu easy wahrscheinlich. So. Gar kein Problem. So, wo ist denn jetzt hier das Ding? Ah. Nee. Das wird ja ein Spaß, ey. Oh, ist das nervig!
Ich muss es ja gar nicht mehr machen. Ist ja schon offen. Ist sauber. Sehr gut. Du verkackte Mücke! Die dumme Eismücke! Hier ist aber jetzt ganz schön was los, ey. Alter. Komm, 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 yes! Mega. Und nichts wie rein hier. Och nee, ey. Ich will jetzt. Wo kommt die denn jetzt wieder her? Ey, das ist aber auch unfair. Die kommt jetzt aus dem anderen Bildschirm noch, oder was? Wie albern ist das denn jetzt? Kommt die da einfach völlig nicht zu sehen aus dem Screen? Das reicht doch niemals. Ach so, natürlich. Ah, ey, mein Gehirn. Jetzt, man braucht... Okay, man braucht beides. Go, 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 go. Nein! Was? Ey, ein Glück muss man die nicht alle nochmal machen. Das wäre wirklich sonst echt Dealbreaker. Aber so ist es ja dann doch relativ schnell wieder hier. So. Oh, schade. Knapp. Super souverän, Alter. So stark. Jetzt will ich ja hier ein paar Fs im Channel sehen. Leute, ganz ehrlich, kommt. Und auch noch ein Secret gefunden. Der kennt ja gar nichts, der Typ hier. Wer ist das? Etwa der beste Let's Player der Welt? Das gibt's ja überhaupt nicht. Das ist wieder so eine Tür, die mich am Anfang, an Anfang des Levels bringt, oder? Völlig random. Nun, okay, ich verstehe. Wir wollen natürlich... Ach so. Wieso? Ich hab doch... Wir wollen natürlich das Ding hier haben. Sehe ich das richtig? Damit die Bomben da hochfliegen. Was passiert denn, wenn ich den Schalter betätige? Dann fliegt das Ding da runter, wird da. Aha. Fliegt es einfach nur da rein. Hä?
Da geht's runter. Da, da, da. Den linken hochsetzen. Was heißt denn den linken hochsetzen? Kann ja nichts hochsetzen. Ich kann nur die grüne aufheben. Der linke gelbe Block. Was wollt ihr mit dem... Komme ich da nicht mehr hin? Fehlt doch irgendeine Logik. Das kann ja nur gehen, wenn der höher ist. Aber wie? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee. Man kann die gelben nicht bewegen, die gelben Blöcke, Leute. Man kann die gelben nicht bewegen. Man kann nur die grünen. Kann ich da nicht einfach... Das ist gar nicht so dumm, glaube ich. Runter, dann wird er hochgeballert. Und wenn der noch ein bisschen mehr an die Wand... Ey. Ah, zu früh. Sorry. So, jetzt. Boah, ey, da muss man aber echt schnell reagieren, glaube ich. Wenn das überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Was? Wieso?
Ja, Sekunde. Wieso explodiert die da? Ist das einfach eine Zeitfrage, dass die explodiert, oder was? Also jetzt verstehe ich es wirklich nicht mehr. Nicht den. Hm. So, wir machen ganz kurz Werbung. Ich muss kurz nachdenken. Wir melden uns zurück in einer Dreiviertelstunde, wenn ich im Internet nachgeguckt habe, wie das funktioniert. Nee, wir machen kurz Werbung, dann geht's hier gleich weiter mit Monster Boy. Knallhart durchgenommen. Bis gleich. Knallhart durchgenommen, Monster Boy mit dem weltbesten Let's Player aus Deutschland. Mein Name ist Etienne G. Und ich möchte an der Stelle ganz kurz sagen, ich habe das Rätsel gelöst in der Werbepause, ohne irgendwas zu googeln oder nachzugucken. Die Regie ist mein Zeuge, sofern sie geguckt hat. Ich habe einfach noch ein bisschen rumexperimentiert. Und das ist übrigens die richtige Konstellation gewesen. Und irgendwie hat es geklappt. Es tut mir jetzt leid, dass es nicht drauf ist. Ich glaube, wenn wir es vielleicht hochladen, vielleicht wurde es mit aufgezeichnet. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es euch dann angucken. Ich habe nicht gecheatet, wollte ich nur sagen, sondern durch meine eigene überragende Intelligenz bin ich auf das Rätsels Lösung gekommen. Und völlig verdient sammle ich hier diese Honigbarbe ein, die natürlich goldene Armbandteile sind. Deshalb war das auch sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und wir sehen, eins fehlt nur noch fürs goldene Armband. Für die Schilde fehlen mir noch vier. Das Schwert 3. Oh, ich hätte gerne das Superschwert. Schade. So, sonst ist hier nix. So. So. Ach. So. Und ein großer Brunnen. Nee, ein Portal ist das. Vorm Geisterschloss. Werde ich mal direkt mal nutzen, um mich hier auf aufzupowern. Leute, habe ich euch jemals angelogen? Ich glaube nicht. So, schön einmal aufladen. Die Kohle haben wir eh. Ups, das wollte ich gar nicht. Egal. So, zack. Back to the portal. Ey, wieso gibt es eigentlich noch nicht Portal 3? Ich verstehe es nicht. Portal 1 und 2 sind so geile Spiele und irgendwie kann nicht sein, dass die da bei Valve in ihren Milliarden nicht irgendwie mal drei Leute abstellen können, die neue Level designen und dann da irgendwie eine Story drumherum stricken, ne? So Bock auf ein neues Portal. So. Und schon wieder ein Rätsel gelöst. Ein super Diamant. Nochmal geht's nicht. Ah, hier ist er. Wer den Taler nicht wert. So. Ah, auch. Rein ins Geisterschloss.
Es wird bestimmt mega easy. Wealth kann ich bis 3 zählen. Das ist tatsächlich ein ganz guter Joke. Guckt mal hier. Andere Leute würden direkt losgehen. Aber Deutschlands bester Let's Player sieht hier natürlich schon die zu sprengende Wand. Von der er aber noch nicht weiß, was er da machen soll. Das heißt, wir fliegen hier hoch. Und auch das klappt nicht. Aber so. Nee. Nee. Was ist denn das für eine Wand? Deutschlands besten Let's Player, fällt da doch was auf, Leute. Guck mal, das ist doch billig mit. Ach Mann, jetzt bleib doch mal im Bildschirm drin, Mensch! Das sieht doch hier. Das sind doch ganz eindeutig irgendwelche Steine hier. Der besonderen Art. Na gut. Ich lass es mal so, mal gucken, was sagt denn die Karte? Die sagt gar nichts. Ich finde das sehr verdächtig. Und den Raben finde ich auch verdächtig. Der fliegt nämlich auch hier lang. Das ist doch ein Zeichen! Okay, wir merken es uns, wir merken es uns. Da kommt er wieder. Naja, gut. Lol, da fliegt die Kiste einfach weg. Was ist hier los? Dann hüpfe ich halt hier auf diesen Baumstumpf und genieße die Aussicht. So also ein bisschen Ghosten, Ghouls and Ghosts Vibe hier tatsächlich, oder? Oh, was geht hier ab? Wie kann er durch diese Flammen gekommen sein? Alter, ist das ein nerviges Vieh. What the hell? Okay, fuck you. Ich nehme den scheiß Homing-Missile-Zauberstab. Wollen wir nochmal sehen, wer jetzt hier. Oh, der macht ja gar keinen Schaden. Oder? Doch, der ist ganz geil. So, nehme ich. Zack. Okay, die kommen unendlich. Die spawnen wieder. Aber hier kann man das ganz gut farmen. Kann sich ganz gut aufherzen. Herzilein. Oh. Boah, da kommen doch eigentlich zwei! Ernsthaft? Die blocken die Schüsse? Ey, was haben sich die Entwickler gedacht? Lasst uns den schwersten Gegnern im Spiel auch noch das nervigste Geräusch von allen geben. Hold my beer. Alter, das ist ja wahnsinnig. Warum? Das ist auch immer so eine Sache. Da läuft man an so einer Holztür vorbei, da mache ich einfach so ein unmotiviertes, als ob das irgendwas bewirken würde in diesem Spiel. Aber man macht's einfach. Läuft vorbei. Ah, ich hau mal gegen diese Holztür, die geht bestimmt so auf. Och nee, ey, jetzt reicht's aber. Alter, die sind ja nicht zu fassen, diese Viecher. Thank you.
Oh, der Grim Reaper war da und wurde Grim Reaped. Ist er schon wieder, ey. Alter. Aha! Ist das nervig? Ist das nervig? So. Super Tornado-Trüffel. Du kannst jetzt zusätzlich Tornados mitführen. Hm. Geil. Weil man hier auch so viel benutzt hat, die Tornados in dem Spiel. Dass 20 nicht reichen, ey. So, Waffenwechsel mit Digipad wäre eigentlich ganz nice. Kleiner Tipp. Einfach links und rechts auf dem Digipad. Alter. Die nervigste Schatzkiste in Videospielen. Wir haben sie gefunden. Bestimmt irgendeine lame Scheiße drin. Jetzt hat er seine Buddies geholt. Oh, jetzt bin ich auch noch gedazzled. Ich bin gedazzled. Herz, Herz. Ich brauch das Herz. Gib mir das Herz. Just give me the light. So. Zwei noch. Eins. Eho. Der Schlüssel. Schlüssel zur Spuckvilla. So. Jetzt raiden wir da einfach so durch. Hier ist ein Waffenladen. Guck an. Und schlägt es. Zahl des. Feuerbälle, die maximalen Schaden verursachen. Mit einer Verbesserung werden auch Magieangriffe reflektiert. Diese magische Verkleidung wurde eins von zwei. Luft. Ich habe das Gefühl, ich werde das brauchen. Schwarz kommt nie aus der Mode. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen negativen Zustand. Leute, Onyx-Armband. Das ist so dumm, dass man nicht weiß, was es macht, wenn man es upgradet. Dieses Symbol da unten, was soll einem das denn sagen? 1300, ich kann mir zwei... Nee, das Armband... Nee. Erstmal die Schatzrüstung. Das Armband muss warten. So. Aber die kann ich natürlich auch überhaupt nicht upgraden. Hier, dafür bräuchte ich einen Schmied. Der bestimmt aber auch hier irgendwo in der Nähe ist. Hmm.
So, dann gehen wir mal kurz zum Schmiedi-Biedi. Schmied! Wo ist denn die Magierrüstung? Unverwundbar bei Stillstand. Das ist natürlich ganz geil. Fehler. So. So, wieder schön hochgepowert und jetzt sind wir doch eigentlich ready für mehr. Ach du kleines, fieses... Dass hier nichts ist, hier muss irgendwas versteckt sein. Na gut. Ist aber nichts. Ich mag diese Animationen, diese kleinen Animationen in dem Spiel. Die machen das Ganze so ein bisschen wertiger. Die Spuckvilla. Okay. Ob er wohl zuhaut, wenn ich durchgehe? Nein. Dahinter ist eine Tür, Leute. Seht ihr das? Das ist doch sehr mysteriös, oder nicht? Probier mal die neue Magierrüstung. Hört ihr das Geräusch, wenn ich nach oben drücke? Interessant, interessant. Was hat es hier wohl mit auf sich? Das ist alles höchst mysteriös. Interessante Levelstruktur. Hier kann man natürlich auch rein. Zack. Gut, dass ich noch Geld ausgegeben habe, um mich voll aufzuladen. Hier ist ein Spiegel. Interessant. Ist das hier irgendwas? Das ist schön richtig schöner Castlevania-Vibe jetzt hier, so von der Musik auch. What the hell? Was ist denn jetzt? Was ist jetzt passiert? Aha! Okay, jetzt habe ich alles verstanden. Boing, boing.
Okay, ich muss diese Kugel. Was muss ich denn machen mit der? Nein! Ah, okay. Ah, okay. In Geisterform reingehen. Ich weiß nicht, wer es war im Chat, aber ich habe es gelesen. Sehr gut. Vielen Dank. Das ist natürlich... Okay, in gelbe Sachen kann man einfach als Geist rein. Das ist es doch. So, zack. Jetzt bin ich die Kugel. Alles klar. Das ist ja geil. Ist ja echt cool. In so einem späten Abschnitt dann noch echt noch mal wieder was kreativ Neues. Finde ich echt cool. Kann man echt nichts sagen. Kann man auch nichts sagen. Okay. Huch. Alter, das ist aber groß, das Gruselschloss. Welche Stiefel? Da muss ich den Frosch nehmen. Nee. Shit. Kompliziertes Spukschloss hier, was gefällt mir. War das oben irgendwas? Was sehen wir hier oben? Oh, ist das alles kompliziert, Leute. Erstmal, ich check erstmal alles ab. Man kann nicht davon. Ah ja, also hier sind wir wieder am Start, okay. Hier wird ein Schlüssel gebraucht. Erstmal alles abchecken, Leute. Erstmal alles abchecken. Wir müssen uns eine Übersicht verschaffen. Wir wissen jetzt zumindest, dass ich in diese Ritterrüstung reinspringen kann, wenn ich in so ein Portal gegangen bin. Das ist alles schon mal sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Hier geht's rauf, runter. So.
können wir in den Tisch rein. Zum Beispiel, um den hier reinzulegen. Oder hier. Warum hier? Was wollen wir denn überhaupt? Wir wollen diesen Stein weghaben. Dafür müssen wir... Da ist noch ein Tisch, okay. Ah, da muss ich von der anderen Seite kommen. Schwups, 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 schwups. Ich mach das einfach mal so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Noch habe ich keinen Plan, aber ich glaube einfach, das gehört so. Aha. Oder nicht. Beide Tische aufeinander. Maybe like this. Und dann den Tisch auf den anderen. Dann super klug. Oh Mann. Das geht nicht. Da, aha. Hä? Alter, ist das kompliziert. Kommt man denn dann da rein? Ah. So, also hier Feuer rein, dann das Ding hoch, dann da rein. Alles klar? Aber welchen Gegenstand will ich nehmen? Nee. Geht nur innerhalb eines Bildschirms. Okay. Muss ja hier im Raum noch irgendwas sein. Da oben. Eine Tür. Tja. Ich habe immer Angst, durch Türen zu gehen. Weiß nie? Okay. Alles gut gegangen. Boah, Alter, ist das hier kompliziert, ey. Was geht? Natürlich ist hier ein Flügel. Alter Schwede, jetzt haben wir wirklich... Also, let's check. Bücher. Why? Nehme ich. Thank you.
geschlossene Tür. Was ist hier? Muss man die hier anzünden? Schön kompliziert, muss ich sagen, dieser Dungeon hier. Was macht man mit den Statuen? Muss ich in die Reihen hüpfen auch, oder was? Ein Buch mit leeren Seiten. Sehr seltsam. Ja, das ist... Das ist echt... Kniffelig alles hier, wie das alles. Aha. Hä? Was? Ey! Die Schatzkiste wieder her! Nee. Frechdachs. So, jetzt sind wir nämlich beide hier im Schrank. Ja, was sind das für Eisblöcke jetzt? Okay. So. Nee. Och, Leute. Uff. Hier sind noch mehr Spiegel. Leute, ich werde dieses Spiel niemals durchspielen. Wir müssen irgendwie Licht... Den raff ich halt auch überhaupt nicht. Geld. Ein Buch mit leeren Seiten. Was ist das? Mein Gott. Mann! Ja, die Rüstung ist echt dumm. Das ist... Kein Einsinken im Schlamm. Gleiten. So, Leute.
Jetzt wird hier aber mal ausgeholt. Und ordentlich geschellt. Da sind überall diese leeren Seiten. Aber was bringt es? Oh, jetzt kann ich nicht angreifen, weil der dann das Buch liest. Du verkacktes Scheißteil! Aha. Ja, der Papa hat doch noch was rausgefunden hier. Man kann die Bücherhaufen hier einfach wegwäschen. So nehme ich. Sonst nichts in dem Raum. Okay, das war zwar ganz nett, hat mich jetzt aber auch nicht wirklich weitergebracht. Vielleicht gehe ich erstmal woanders. Das Buch mit selten leeren Seiten. Ich wüsste nicht, was ich machen soll da. Okay. Nehmen wir den Drachen. Ach, wie cool, der Grim Reaper ist wieder da. Den habe ich schon vermisst. Da ist eine Tür, die können wir natürlich nicht öffnen, weil wir keinen Schlüssel haben. Hier kommen wir nicht rein. Da oben ist auch nichts. Hier war nichts mehr. Gott, wie ich dieses Spiel hasse. Hier raus aus diesem Raum. So, hier waren wir noch nicht. Weiter. Genau. Der hat eine Schatzkiste geklaut. Das da unten sind Steine, die ich so nicht kaputt kriege. Geh doch da! Was ist das? Na klar. Okay, okay. I get it. Alright, okay, okay, alright. I get it, alright. So. Das ist ein Wurmi-Rätsel. Ja, das war ja relativ einfach. Das so gerne weiter. Jetzt sind wir im Schloss. Im Schloss, im Schloss, versteht ihr? War schon eine geile Idee eigentlich. Das ist, ich mag es. What? Ich muss mir da erst rein, wenn er noch nicht da drin ist. Dann können wir nämlich als allererstes, kann er nicht das Ding dazu machen. Wir können das Ding zuerst dingsen. Das ist schlauer, es so zu machen. Oh. Okay. Dieses Spiel überrascht einen doch immer wieder. Jetzt zieht er gar nicht mehr auf die Dinger. Ich raff's nicht.
Super smart, ja? Leute, ihr könnt lästern, so viel ihr wollt. Ja, ich bin der fucking Stephen Hawking des Gamings, Leute. Da ist nämlich die Lichtkammer. Okay, will er mich verarschen? Will er mich savagen? Junge. Das ist ein kleiner Troll. Aha. Outsmarted, Junge. Hab ich dich! Schlüssel. Zur Kapelle in der Villa. Kapelle der Villa. Kap de Villa. So, die Frage, die sich mir stellt, ist, was hat es hier mit diesen Steinen auf sich? Aber vermutlich ist das nichts, was uns jetzt hier groß tangieren muss. Wir können allerdings gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas machen können. Ist hier noch irgendwas? Wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen. Ist egal, denn ich flitsch hier. Jo, da kommt der neue Schlüssel rein. Das ist ja dann wohl die Kapelle hier. Da ist eine Statue. Alter, wie kompliziert ist dieser Dungeon bitte? Fail. Hä? Hm.
Komm ich denn da rein? Aha, Leute, den Laserstrahl habe ich schon mal hier rausgekriegt. Den Laserstrahl vor allem. Den Lichtstrahl, den Tisch könnte ich noch bewegen. Aber wohin? Damit wir hier auch den Wurm benutzen können, müsste man ihn vermutlich hier hin. Aber ja, nun, mache ich das auch einfach. Ist das nur ein Trick? Wollen die, dass ich den Tisch wirklich dahin mache? Oder habe ich hier noch was übersehen? So, so, so. Okay, ne, ich glaube, ich habe hier alles wieder mal meisterhaft gelöst. Gucken wir mal, was ich jetzt hier... Aha, da sehen wir es doch. Der Lichtstrahl. Folge dem Strahl. Alles klar. Ist der Lichtstrahl jetzt da oben? Wenn er doch nur unendlich fliegen könnte. Ja, Lichtstrahl ist noch da. Ist der auch noch? Kurde Malevik! So. Deutschlands weltbester Let's Player, Leute. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab das Spiel in 2 Stunden durch. Und jetzt, pass auf, ich nehme erst den Trank und dann gehe ich schlafen, weil ich dann einmal weniger in die Taverne muss. Und jetzt kommt ihr, die da draußen sitzen, dieses Spektakel gerade live an ihrem Fernsehschirm verfolgen und sich sagen, wow, dieser Typ hat eine Lernkurve, aus der würde sogar Sebastian Vettel fliegen. Außerdem Metaphern. So, wo muss ich denn hin? Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich bin per Portal rausgegangen. Ist das Licht noch da oder nicht? Aber wenn nicht, ist auch egal. Es war ja nicht so schwer. Oh, wie ich nicht. Licht ist da, Licht ist da. Wieso fliegst du nicht? Super smart. So, und dann müssen wir natürlich die Statue hier schieben. Easy. Nein, nein. Wie mache ich es? Wie mache ich es? Super cool. Alter Schwede. Easy. Easy like a Sunday morning. That's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. Nennt mich Eddie Kravitz. Weil er den Shit einfach im Griff hat, Leute. Gibt's hier noch irgendein Secret, was ich hier noch reinjumpen kann? Eigentlich nicht, oder? Ich hab doch alles gefunden. Ist hier noch was da unten? Da unten das. Was hat's denn damit nochmal auf sich? Der Flügel. Der Flügel. Leute, komm ich da hin? Komm ich da rechtzeitig hin? Wie komme ich da am schnellsten hin?
Das ist die große Frage. Wir müssen das einmal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, ich bin einer heißen Sache auf der Spur. Ich mache das als Löwe. Nein! Kante! Oh! Aber ich glaube, es geht nicht, oder? Ich meine, es geht nicht. Einmal probiere ich es noch. Geister. Doch, es geht. Ha! Super smarter Typ. Er ist so krass. Der krasseste Gamer, den die Welt je gesehen hat. Was ist das? Okay, aber wir wissen jetzt, dass es geht. Kein Problem. Gar kein Problem, Leute. Easy. Okay, vielleicht eine andere Waffe wählen. Irgendwas spielen. Was macht denn der Schalter eigentlich? Jetzt könnte das interessant werden. Was passiert hier? Okay, ich bin ein bisschen sprachlos. Es sind nur Noten, aber jetzt ist man natürlich schon hier. Jetzt will man die natürlich auch haben, aber... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Nee. 1, 3, 1, 2, dann den Schalter. 1.
mache ich das denn am besten? Eins, drei, eins, zwei. Nope. Eins, drei, eins. Ups. Muss ja irgendeinen Hinweis geben. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Nein. Chat weiß es nicht. Ja, Plastikmann, 1337. Das ist sehr lustig, weil das heißt ja auch Lied. 4213. 4213. Okay, es geht nicht. Scheiße. Ist schon fertig? Okay. Ja, keine Ahnung. Ich, ehrlich gesagt, 2, 1, vielleicht die Stühle hier. 2, 1. 1, 2, 1. Soll das ein Hinweis sein? Bisschen, wäre ein bisschen arg. Dings. Die Bücher lesen. Ja, ich kann auch die Bücher. Ach, ey, wenn du in das Portal gehst, kannst du die leeren Bücher lesen. Okay. Das ist interessant. Einen Moment, liebe Regie, dass ich ganz kurz noch ausprobiere, ob das stimmt. Oder ob der Chat mich hier wieder mal trollt. Wenn man das Portal tätigt, kann man die Bücher lesen. Sieht aus wie ein Teil eines größeren Notenblatts. Das merke ich mir lieber. Hä? Ja, aber viel gebracht hat mir der Hinweis jetzt aber auch nicht. Ne? Was haben wir hier noch? Das merke ich mir. Teil wie eines größeren Notenblattes. Wo war denn noch was? Da. Sieht aus wie ein Teil eines größeren Notenblattes. Bringt ja gar nichts. Das waren aber auch tatsächlich... Ne, da hinten ist auch noch eins. Hm. 4 Stück. Vielleicht ist das die Lösung. Oh! Ja! Ihr kleinen Kackwichte. Endlich hält der mal die Schnauze. Oh, Herz. Jetzt hat er das Herz geklaut. Glaubst du nicht. So, Leute. Das war ja toll. Jetzt bin ich hier. Wir sind am Ende angekommen. Nächste Woche geht's weiter im Spukschloss zum Spessart. Ich finde, wir haben heute Großes erreicht. Keinen einzigen Endboss, aber das ist nicht meine Schuld. Ich bin mit einem rasenden Tempo durch diesen Dungeon gegangen, habe die Rätsel gelöst. Für manche sind es Rätsel. Für mich ist es eigentlich Zeitverschwendung, weil keine Herausforderung. Es war eine sensationelle Leistung. Hallo Fabian Krane. Hey. Ich bin jetzt Typo Man. Kannst du sagen, damit die Leute... Typo was? Typo Man. Typo Man. Ja, mit Andreas und mir. Leute sollen dranbleiben. Leute, bleibt dran. Der weltbeste Let's Player gibt ab an die zwei... zweitbesten und drittbesten Let's Player der Welt. Fabian und Andreas Link spielen jetzt hier Typo Man. Bleibt also dran. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.